Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Fairy Box aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Fairy Box erscheint einmal im Monat, kostet 19,90 € zuzüglich Versandkosten pro Box und pro Monat. Wir haben einen Warenwert von, ich glaube, mindestens 50 € in den Boxen jeweils immer drin enthalten. Und hier sind immer so interessante Produkte drin, die mich auch so auf eine kleine neue Reise bringen. Wir haben Naturkosmetik, tierversuchsfrei. Und das sieht aus wie eine Milchtüte. Und ja, ich bekomme sie jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie euch vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairyboxen-Team. Ich verlose aber tatsächlich auch in diesem Video wieder eine Box an euch, also eine selbst zusammengestellte Box. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox drin. Schau gerne einfach mal vorbei. Und jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Also wir haben halt immer dieses Milchtütendesign und ich habe hier ein Haar irgendwo abhängen. Ja, und da sind die ganzen Produkte auch schon mal aufgeführt. Und ja, oh, guck mal. Es geht wieder um die enkeltaugliche Landwirtschaft tatsächlich. Wie du vielleicht schon weißt, unterstützen wir mit der Fairy Box und damit auch du das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Die Verwendung von umweltfreundlicher Naturkosmetik ist dabei genauso wichtig wie eine ökologische Landwirtschaft, damit wir alle auch in Zukunft auf diesem wundervollen Planeten leben dürfen. Mach gerne mit und schau dir den Flyer genauer an. Okay, da ist dann noch ein extra Flyer mit dabei, ne? Ich verlinke euch das auch mal in der Infobox, da könnt ihr euch das dann auch nochmal etwas intensiver nachlesen. Und die Produkte sollen dieses Mal einen Wert von 90,23 € haben. Das ist krass. Wahnsinn. Okay, ich möchte jetzt mal in die Box hineinschauen. Ich schütte die Box jetzt mal aus. Wir haben da halt immer so Maischips, Flips drin. Die werden auch immer weiterverwendet. Und wow, das sitzt hier alle echt ganz schön stramm drin, doch. Und mit dem Auskippen, das ist nicht so leicht gerade hier. Okay, ne? Haben wir einmal hier das Ding entleert. Ich sortiere das auch mal so, dass ich hier mir so ein paar Flyer zur Seite lege, dass ich die dann entsprechend dann rausnehme, wenn wir das Produkt gerade auch in den Händen halten. So, jetzt müsste ich das alles soweit durchhaben. Also, ich habe hier als erstes einen Gute-Nacht-Tee, also einen Bio-Kräutertee von Lebensbaum, Natur und Mensch. Bio-Kräutertee, sanfter Geschmack mit Passionsblume. 20 Teebeutel sind hier drin. Da muss ich schauen, was wir hier so für Inhaltsstoffe drin haben. Denn irgendwas sollte ich jetzt nicht nehmen. Ich glaube Salbei und Pfefferminze oder so. Ich habe noch 5 Wochen bis zur Geburt, ne? Also das, bin sehr schwanger. Das werde ich mir dann einfach mal reinziehen, weil hier ist definitiv Melisse drin. Muss ich mir mal angucken, weil jetzt in den nächsten Wochen werde ich dann definitiv mich eher so auf Stilltees und sowas beziehen. Aber sowas könnte was für meinen Freund sein. Muss ich ihn mal fragen, ob er da Bock drauf hat, aber ein bisschen Food mit dabei zu haben. Ich glaube, ja, so alle 1-2 Boxen haben wir, also alle 2 Boxen ungefähr haben wir auch tatsächlich ein Food-Produkt hier mit drin enthalten. Dann habe ich hier ein Produkt von Kia Charlotta und das ist wunderschön. Die Farbe ist wirklich schön. Vegan Nail Polish. Ich sehe jetzt hier nicht die Farbbezeichnung, das ist ein bisschen schade, denn ich weiß nicht, ob die Kamera das so richtig einfängt. Das ist nämlich so ein, also ich würde sagen, altrosa Mauve-Ton mit Schimmerpigmenten, aber mit wunderschönen Schimmerpigmenten. Da ist krasser Glitzer mit am Start, Leute. Also ich habe hier auch einen Mini-Flyer mit dabei, vielleicht steht hier was drauf. 5 Milliliter, take a break. Genau, das ist nämlich hier unten, das steht hier unten drauf, hätte wahrscheinlich hier drauf geklebt werden müssen und hat irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, finde ich sehr, sehr interessant. Ich muss mal gucken, ob ich eine ähnliche schon bei mir habe oder nicht. Also hübsch finde ich es definitiv.
Nagellack mag ich auch immer gerne leiden. Also ich bin ja so ein bunter Vogel, ne? Ist total super. Dann habe ich hier was von Benecost drin enthalten. Sanfter, natürlicher Nagellackentferner. Das passt jetzt natürlich 1A zu dem Nagellack, den wir hatten. Soft Natural Nail Polish Remover, Green Beauty and Care, Vegan Cosmos Organic. 125 Milliliter habe ich hier drin und einen Nagellackentferner kann man immer gut gebrauchen. Ich habe jetzt bislang immer so diese, ich stecke meinen Finger rein Pöttchen gehabt, weil hier müsstest du ja theoretisch dann noch ein Wattepad oder so mit verwenden. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, es sei denn, man bastelt sich halt selber so einen Finger rein Steckvieh. Wisst ihr, was ich meine? Die gibt es ja von Evelyn und Co. Das ist mit Bio-Orangenschalenöl und Bio-Lavendelöl für schöne Nägel, acetonfrei, vegan. Werde ich mir auf jeden Fall dann mal in meinen Schrank unten reinstellen und dann mal gucken. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es irgendwie einen umweltfreundlichen Nagellackentferner gibt. Aber gut, wenn das so ist, dann ist das so. Dann glauben wir dem Ganzen auch mal. Ja, mein Kind tritt mich gerade. Hier habe ich jetzt von Elia Sahil Organic ein Bio-Duschpulver mit Eukalyptus drin. Belebt, erfrischt, für normale Haut, frei von Plastik. Das ist sehr interessant. Ich meine, dass ich, also das sind 90 Gramm, ne? Ich meine, dass ich das bei meiner Freundin Sandra auch schon mal gehört habe, dass sie sowas sich mal angeschaut hat. Also Eukalyptus ist leider gar nicht mein Duft. Also das wird dann weiter wandern. Aber ich frage Sandra mal, ob sie da Bock drauf hat. Das ist eine Aludose und da ist dann das Duschpulver drin. Finde ich sehr interessant mit Kieselerde, Aloe Vera, Eukalyptus, Seifenkraut, Heilerde. Hört sich schon schön an. Waschnuss. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also, ne, das Duschpulver in die nasse Handfläche geben und mit den Händen kurz aufschäumen, den zarten Schaum auf die nasse Haut verteilen und abspülen. Alternativ kann man das Duschpulver auch direkt auf die nasse Haut streuen. Das Pulver kann man sehr sparsam anwenden und es reicht bis zu 100 Anwendungen. Das ist krass, ne? Nicht schlecht. Also sowas ist halt wirklich, ne, weswegen ich das halt immer so spannend finde, diese Box, das sind halt Sachen... Die findest du halt jetzt nicht so easy peasy oder die laufen dir jetzt im DM nicht unbedingt über die Füße. Da achtest du auch gar nicht so bewusst drauf, weil meistens geht man ja so mit so einem Blick eher durch die Läden. Dann habe ich hier von Skön etwas drin. Repair Mikrobiom Day Cream. Double Barrier Function, Improve Microbiome und so weiter. Prevents Dehydration, Unscented, also unparfümiert 30 Milliliter. Und das ist das Produkt, was den Warenwert hier von der Box gerade so... enorm anhebt. Auch so Tagescremes. Hier Vitamin E ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Das ist das Schönheitsvitamin, ne? Da muss man dann einfach gucken, ob das Produkt zu einem passt. Und deswegen sind halt auch solche Beautyboxen oder solche Boxen generell immer eine ganz gute Geschichte. Weil da ist die Nachhaltigkeit des Portemonnaies halt auch ein Stück weit gefragt. Die 90 Euro, die man hier für die Produkte an Wert halt stehen hat, hätte man nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln können. Da sind 20 Euro doch monatlich ganz nett. Und dann hat man hier ein Produkt mit dabei, was einfach sehr hochpreisig ist. Nicht ganz so nachhaltig ist es natürlich, wenn man sich in das Produkt verliebt und es nachher nachkauft. Ne? Es tut dem Geldbeutel dann weh. Das wären jetzt hier nämlich die 5 Produkte gewesen. Schöne Box. Sehr interessante Produkte, Nagellack, also diese wirklich nagellastig, ne? Nagellack und Nagellackentferner, dann diese mega coole Gesichtscreme, ein interessantes Duschpulver und Gute-Nacht-Tee. Hört sich auf jeden Fall nach einer schönen Geschichte an, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen und vielleicht auch auf die Reise von der Fairybox mitnehmen lassen, sodass man da einfach mal einen kleinen Einblick bekommen kann, was man mit Naturkosmetik alles so treiben lassen könnte. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Vielen Dank an das liebe Fairyboxen-Team, dass ihr mir die Box geschickt habt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!